Hey ho! In diesem Video werden wir massig Quests erledigen. Hoffe ich zumindest. So, und ich scheine eine falsche Information gegeben zu haben. Und zwar, dass ich mit dem Kampf beginne, die... wie heißt es? Die Wut... Nein, Moment. Wut steigt mit Hilfe des Start-B-Knopfdrückens. Nenne ich es jetzt mal. Jedenfalls... erhöht sich dadurch leider aber nicht die Leiste. Wann erhöht sich die Leiste? Müsste ich mal genauer nachsehen. Also, die Leiste erhöht sich bei, glaube ich, bei glücklichen Treffern und so ein Kram, bei bestimmten Fähigkeiten, wenn man sie einsetzt. Und dieses Fähig muss sich erledigen, um die Herausforderungsquest zu erledigen. Wir haben eine Unmenge an Quests hier zur Verfügung, die wir erledigen wollen. Und ich versuche, möglichst viel davon hier reinzukriegen. Ganz kurz, wo sind wir? Wir sind... Danke, lade schneller. Hier, westlich von, wie nennt sich die Stadt noch gleich? Kolonie 9. Und eigentlich wollte ich hier hin. Moment, ich werde mal ganz kurz einen Überblick euch geben über unsere Questliste bisher. Ja, ich werde von oben nach unten durchgehen. Ansonsten komme ich total durcheinander. Eventuell so Sachen wie die kaputte Uhr oder die Quest, wofür ich einfach nur Gegenstände sammeln muss. Die werde ich dann überspringen und einfach durch die Gegend laufen. Offscreen, um das Zeug einzusammeln. Und ja, also nochmal, Krönchen haben wir erledigt. Und der Rest neu oder wo schon was steht, da haben wir vielleicht, also wo nichts mehr steht, haben wir einen Zwischenschritt oder sowas, denke ich, erreicht. Und ja, das sind so bisher die Quests, die wir hier haben. Also rein, was die ja, Erledigung und sowas angeht, die wir hier machen können. Ja, Geheimnis der Gesundheit, wenn ich mich jetzt um kümmere, dazu muss ich hier Unkore erledigen. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal drin lassen. Ansonsten hatte ich noch eine andere Idee. Und zwar, nachts sollen die Unkore herumgeistern. Ich glaube, das sind sie sogar. Niedliche Unkore, jawohl. Geht doch. Dann können wir das direkt mal mit reinbringen. Abwehrgeschütz 1, da müsst ihr jetzt gerade hingucken. Und zwar dieses komische Ding oben. Und ihr seht schon, Level 6. Der Held, trotz dessen, dass wir schon Level 9 sind, natürlich eine ganze Menge mehr aus. Was haben wir hier? Truppen-Monster-Mission. Oh, wir haben eine Monster-Mission erledigt, weil wir die Viecher dafür ohnehin umhauen müssen. Sehr gut. Dann Unkoöl. Sehr, sehr gut. Jetzt wisst ihr, was ihr dafür tun müsst. Ist es da? Noch einer, den machen wir noch kurz onscreen. Ich meine, das ist zumindest das Schöne dran. Meistens braucht man nicht so furchtbar viele Gegenstände, um eine Quest zu erledigen. Und man muss auch nicht so viele Gegner erledigen, um eine Quest zu schaffen. Meistens. Nicht immer, aber meistens. So. Naja, ist ja auch egal. Da habe ich ja leider nichts gekriegt. Ich mache den Rest davon offscreen. Okay, Quest mit Unkoöl erledigt. Jetzt muss ich... Ah, verdammt, die kann ich nicht abschließen. Da muss ich dann wohl... Ah ja, ich muss die zum NPC zurückbringen. Mache ich aber eventuell zum Schluss oder wenn ich gerade ohnehin in die Stadt zurück muss. So, ich guck da mal weiter. Okay, bevor ich mich auf die Suche nach einer anderen Quest gemacht habe, sehe ich hier... Monster oder Armas erledigen. Dafür musste ich nur eins oder ein Viech erledigen. Aber hier steht noch direkt ein anderes. Das andere war Level 10, was ich erledigt habe. Also Standardgegner Level 10, also ein Level höher als das, was ich habe. Nicht so wirklich ein Problem. Zumal, wenn ich schaffe, die umzuwerfen. Deswegen, ich werde diesen Kampf hier einfach mal beispielhaft drin lassen. Und damit dürfte es, ja, quasi schon gewesen sein mit dem Kampf hier. So, okay. Dann die Schätze ein. Und dann mache ich mich weiter auf den Weg. Seeflammis musste ich auch für irgendwas erledigen. Also ich nehme die jetzt einfach mal mit. So aus der Erinnerung her kommt mir das noch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja, wie gesagt, ich hab... Ah, sehr schön. Ja, wir müssen doch zwei davon erledigen. Gut, dann erspare ich für später nochmal. Mehr oder weniger noch relativ schnelles, ja, Kampfkutter, wie ich es mal nennen. Weitere Questen erledigt. Yeah, und... Das Schöne ist, wir steigern weiter unsere Freunde. Oh, und noch eine Materialmission erledigt. Das habe ich hier eingesammelt. Ich habe gerade keine Ahnung. Müsst ihr... Ach ja, genau, die Eier. Für die Eier muss ich die Viecher auch noch umhauen. So rum. Oh mein Gott, das ist... Würde das Level doch nur immer so schnell gehen. So, da bin ich wieder. Hier bin ich am Klippensee. Ich hatte es auf der Karte mal kurz gezeigt. Das nehmen wir noch mit. Weswegen ich hergekommen bin, das sind Koloniekrabbel. Und hier haben wir sie. Stehen hier noch nachts rum, deswegen habe ich oder muss ich die Zeit wieder zurückdrehen. Deswegen ist es auch so gut, dass man das tun kann.
Moment. Auch keine Fähigkeit. Ah ja, genau. Das kann ich nicht einsetzen, wenn ich zu weit wegstehe, wenn die irgendwie Reichweite sind. So, nicht so aggressiv werden. Es gibt auch Gegner, die auf, wie nennt sich gleich noch, auf Hörrichtung, sag ich jetzt mal, aggressiv werden. So, weitere Quest erledigt. So, Versuch Nummer 3. Diesmal habe ich das Ding im Visier, jawohl. Dieses Mal hoffe ich, dass sich keiner einmischt. Ich habe hier dieses kleine ne Mistviech gezeugs einfach mal entfernt. Oh, Ryan hat schon wieder ordentlich auf die Fresse gekriegt. Ab jetzt. Was heißt ab jetzt? Ab hier wäre es schön, wenn ich eigentlich schon größeren Zugriff auf Edelsteine hätte. Das versuche ich mal ins Schwanken zu bringen. Oder meine Gruppenangriffsleiste mal schön aufzufüllen. Damit ich vielleicht mit einem Kettenangriff etwas machen kann. So, er ist jetzt gerade ohnmächtig. Jetzt ist er wieder benommen. Und jetzt ist er wieder voll dabei. So, Gruppenangriff. Ich mache einen Gruppenangriff. Da kann ich ihn nämlich jetzt nochmal effektiv hiermit ins Schwanken bringen. Genau, er schwankt. So, jetzt geht es automatisch zum nächsten Charakter. Das ist Ryan. Muss ich nochmal gucken. Das Grüne hier bedeutet, schwankende Feinde werden umgeworfen. Sie werden also kampfunfähig gemacht. Und die gelbe Fähigkeit hier macht sie, wie heißt es jetzt, ohnmächtig. Das hält alles nicht viel lange, oder nicht lange, leider. Aber es bewirkt, dass der Gegner halt für einen kurzen Moment aus dem Kampf genommen wird. Solange er entweder ohnmächtig ist oder umgeworfen. Und umwerfen und ohnmächtig machen verlängert das Ganze halt natürlich, dass der Gegner aus dem Kampf genommen wird. Wir bekommen Loot. Ich glaube, eine Quest war es jetzt nicht. Das ist schade, aber ich habe das Ding wenigstens mitgenommen. Vielleicht muss ich es ja nochmal umhauen. Wenn ich vielleicht später mal eine Herausforderungsquest bekomme. So, jedenfalls habe ich jetzt gezeigt, ich gehe zur nächsten Quest. So, ich bin hier gerade in Kolonie 9, unten am Eingang zum Wohnviertel und werde jetzt hier ganz fesch hoffen, dass ich diesen Sprung hier überlebe. Und, oh yeah, überlebt. Die anderen werden runterteleportiert, aber das ist alles halb so wild. Ich muss Steinkrabbel erledigen. Die Steinkrabbel müssten sich hier auf der anderen Seite befinden. Und ich habe mir gedacht, das hat ein bisschen was mit Erkundung zu tun. Wir sehen da oben ein weiteres Abwehrgeschütz. Und dort drüben diesen Strand, meine ich, Steinkrabbel. Irgendwo dort vorne müsste das sein. Ganz wichtig an dieser Stelle ist allerdings, dass man tagsüber anreist, weil man sonst E-Mails empfängt. Nein, weil man sonst eine andere Kreaturenpopulation fortfindet, die einen umbringt. Ich glaube, die sind da ungefähr Level 70. Und Piranhas, also irgendwelche Fischgegner. Was habe ich hier jetzt gefunden? Was für Teufel habe ich jetzt hier gefunden? Sammel-Items vor heller Laden. Ist es dieses komische Gedöns, wo ich eben sagte, dass man das furchtbar selten findet? Ja, es ist Reh! Yay! Ich muss für das blöde Zeug hier nicht ewig rumlaufen. Agora-Küste war, glaube ich, der richtige Weg. Halleluja, Steinkrabbel? Genau, da vorne. Ich sehe euch wieder, wenn ich den letzten davon erlegt habe. Und ich habe hier gerade die Quest kleiner Panzer erledigt, weil diese Steinkrabbel kleine Panzer hinterlassen. Und ich sehe gerade, hier gibt es ein Harmoniegespräch da oben. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht durchführen können, aber ich werde es einfach gleich offscreen mal quasi anlabern. Einfach, um das Ding in meine Liste aufzunehmen. Ich kann mal gucken, ob ich am Ende das Ding überhaupt hinkriege. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal auch. Es gibt so viel Potenzial für Bonusfolgen. Hier weiß ich auch, wenn ich nicht gefunden habe. Bei den Icons. Also, wenn ich hier normal dieses Viech schlage, gibt es neben dem Schadenssymbol ein Icon, und zwar diesen Schild. Bedeutet, dass der Gegner von physischen Angriffen ziemlich gut geschützt ist. So, die kleinen Babyarme, die kleinen Tüchen hier. Lass ich natürlich leben, weil sie Level 35 sind. Zum Glück nicht aggressiv. Bis gleich. Ach ja, was ich sonst noch machen werde, ich werde offscreen diese, ja, ich sag jetzt mal, Gegenden auf der Karte das mal aufdecken. Dieses Geschütz da vorne beispielsweise, das sieht man jetzt ja, da werde ich einfach nur hingehen oder schwimmen. Hier unten, das werde ich aufdecken. Nämlich, wir kriegen dadurch Erfahrungspunkte, Technikpunkte und Talentpunkte. Kostenlos, und wenn wir alle besonderen, sag ich jetzt mal, geografischen Objekte auf einer Karte entdeckt haben, dann wird der komplette Nebel, sag ich jetzt mal, der alles verdeckt, wird komplett gelüftet. Und ja, dann haben wir den direkten Überblick über die Karte, und das finde ich immer schön. Und das werde ich, ja, zumindest jetzt bei diesen Sachen hier offscreen machen, einfach, wie ich meine, es bringt jetzt nicht wirklich was, sich dort, sprich das an, danke, sich dort, ja, keine Ahnung, ich könnte es jetzt drin lassen und einfach dahin flitzen, aber es bringt euch ja im Grunde nichts. Ich meine, ihr seht das ja alles schon. Ist in anderen Gebieten ist es ein bisschen spannender, was diese Entdeckung angeht. Deswegen sag ich mal, bis gleich bei der nächsten. So, ich bin hier jetzt quasi im Süden des Gebietes. Und ich habe diesen Abwehrgeschütz 1, 3 ist das hier, Punkt noch nicht entdeckt, weil ich hier, glaube ich, oben lang muss. Und ich meine, es ist eigentlich nur ein kleines Stück. Aber ich bringe es jetzt hier einfach mal beispielsweise oder beispielhaft rein, wie lange man an so einem kleinen Stück laufen kann. Und jetzt dürft ihr... Oder hatte ich den jetzt doch schon entdeckt? Komisch. Nein, ich meine, ich hatte keinen Dings und Erfahrungspunkte-Schub bekommen oder sowas, aber... Na gut, dann habe ich es vielleicht schon entdeckt. Aber es ist einfach mal ein Beispiel, wie lange so ein Stück Weg dauern kann, bis man denn ankommt. Und wie groß halt auch so ein etwas kleineres Gebiet ist. Ja, es ist ein kleineres Gebiet. Hier, dieses Startgebiet.
Und würde ich es ablaufen, bräuchte ich, weiß ich nicht, 3, 4, 20 Minuten Folgen? Keine Ahnung, könnte ich mir ja gut vorstellen. Also zumindest ein Stündchen bin ich da bestimmt beschäftigt. Obwohl, vielleicht übertreibe ich es gerade auch. Aber nun gut, ich bin jetzt wirklich auf der Suche zur nächsten Quest. Okay, ich bin wieder beim Klippensee, wo ich diesen komischen Elitehasen, nicht direkt da, erledigt habe. Und, wir haben ja auch einen Elite-Gegner, aber diese Strandkrabbel muss ich eigentlich erledigen. Aber dann machen wir auch gleichzeitig so den Elite-Gegner hiermit. In Hoffnung, dass wir ihn erledigen können. Aber er ist nur Level 6. Und vielleicht... Oh, na gut, dass ich... Hier hinten muss vorne. Egal, er liegt nieder. Moment, jetzt weiß ich, wo hinten ist. Nämlich da, wo er schön hart ist. Macht irgendwie keinen Sinn, ihn von dort aus zu erledigen. Na, was soll's. Der Kampf dauert jetzt auch ein bisschen länger, weil er... Moment. Komischerweise sind viele Treffer hier werden nicht von Schaden abgeschwächt. Was heißt von Schaden abgeschwächt? Von seinem harten Panzer abgeschwächt, aber... seltsam. Egal. Genau. Einer noch. Einer noch von diesem Strandkrabbeln. Dann habe ich diese Quest auch erledigt. Man muss bei den Fischen im Wasser so ein bisschen aufpassen. Also, gerade eben, wo ich auf der anderen Seite der Karte war, gab es Level 70 Fische. Haben mich zum Glück nicht gegessen. Aber was soll's. So, weitere Quest erledigt. Bis gleich bei der nächsten. So, ich bin hier gerade auch wieder auf dem, ja, mehr oder weniger auf dem Weg Richtung dieses Sees, wo ich diesen Umweg mal machen musste, wo ich die Flamis besiegt habe für die Eier und muss leichte Mücks erledigen. Mein Gott, ich habe Ewigkeiten gesucht, bis ich hier welche gefunden habe, weil der einzige Hinweis, den ich dazu fand, war rund um, wie heißt es, Kolonie 9. Aber die sind in der Nähe von Wasser und da gibt es irgendwie nur wenige Punkte scheinbar. Und ich muss 3 davon erledigen. Die sind im Grunde auch nur tagsüber da. Wir haben jetzt schon fast Abend, deswegen gucke ich mich beeilen. Ich habe keine Lust, wieder im Menü die Zeit umzustellen. Für unsere Level 11 mittlerweile leichte Beute. Sehr, sehr gut. So, dann bis gleich zur nächsten Quest. Im Grunde fehlen jetzt noch hauptsächlich 2... Wie heißt es? Herausforderungsmission. Ich bin ja beim Ausblickhügel, wo wir das Essen damals mit Fiona einliefern mussten. Man muss einen See, Mandarin, Ahai, umbringen. So, jetzt habe ich in meiner Quelle nur gefunden. Ich springe ins Wasser an dieser Stelle. Oder springe ins Loch. So, ich versuche gerade Kolonielachs. Ich habe gerade. See, Mandarin, Ahai! So, kann ich das Ding von hier aus irgendwie vielleicht angreifen? Scheint jetzt eher damit zu tun zu haben, dass das Ding schwieriger ist, dass es sich im Wasser befindet und deswegen irgendwie mal wohin zu locken, aber es hat ja scheinbar ganz gut geklappt. Ansonsten ist es ja schon weit, weit unterlevelt, aber da darf man sich nicht vertun, liebe Zuschauer. Ich, muss gerade mal gucken. Gut, die gelben Leisten sind nicht von uns, das ist gut. Ring 3000 G. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, nämlich der Rest, das hier, beziehungsweise das müssen wir noch abgeben, kaputte Uhr müssen wir auch noch quasi beenden mit abgeben, aber eifrige Lehrerin und der ganze Rest, den ich jetzt noch offen habe, wie die Monstermission 4, Teil 1, 2, 3, die Herausforderung, von der ich gerade gesprochen habe und diese Materialmission, die können wir erst in der Tefra-Höhle erledigen. Oh mein Gott, ich bin auf der Suche nach DCG und sehe, es gibt neue Quests. Ihr helft anderen Leuten noch gerne bei ihrem Problem, oder? Nun, ich habe ein Problem, ein riesengroßes sogar. Ich habe den Anhänger von Mama kaputt gemacht. Dabei bedeutet er ihr so viel. Er war ein Geschenk von Papa. Mama ist nun stinksauer auf mich. Leider wirkt sich das auch auf ihr Essen aus. Das hört sich nicht gut an. Das kenne ich von Fiora. Da können wir nicht einfach die Augen verschließen. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Wenn ich nicht bald wieder etwas Anständiges zu essen bekomme. Ach, ich fürchte, dann fällt mir meine Zunge einfach so ab. Ich habe schon das gesamte Wohnviertel abgeklappert. Aber hier scheint niemand den Anhänger reparieren zu können. Könnt ihr mir vielleicht bei meiner Suche behilflich sein? Dean könnte dir vielleicht helfen. Er arbeitet bei James im Labor. Scheiße. Wirklich? Prima. Würdet ihr ihn für mich fragen? Ja. Oh, wir kriegen sogar mächtig viele Erfahrungspunkte dafür. Dankeschön. Oh. Falls ihr eine Frau namens Sonja treffen solltet... Sie ist aus Mortal Kombat. Sagt ihr bitte nichts davon. Das ist nämlich meine Mama. Aha. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Oh, richtig. Hier ist der Anhänger. Verliert ihn bloß nicht. Es ist ehrlich gesagt gut, dass sich jetzt die Beziehung zwischen Shulk und Rain gut erhöht. Aber ich suche jetzt weiter mal die Desiree. Bis gleich. Hier habe ich sie gefunden. Sie ist eher nachts da. Aber läuft halt auch durch die Gegend rum und sowas. Hallo. Du hast sie repariert? Danke, Shulk!
Ich werde in Zukunft besser auf sie achten, versprochen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Schulk, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich sie absichtlich kaputt gemacht habe, damit ich einen guten Grund habe, mit dir zu reden? Das war nur Spaß. Verdammt! Keine Sorge, so etwas würde ich natürlich nie tun. Danke nochmal, auf dich ist wirklich Verlass. Yay, und auf. Und, oh, wir bekommen einen physischer Angriff erhöhenden Edelstein, glaube ich. Yay! Und ordentlich Punkte. So, ich guck mal, wo ich jetzt noch hin muss. Ah, ich wusste es doch. Da musst du nämlich mal für nachgucken. Wohnviertel, tagsüber. Weißt du, meine alten Augen, ihr habt gleich Unko-Öl. Das ging ja schnell. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Na, das lief doch wie am Schnürchen, oder? Ja, dank deiner Hilfe, Rain. Danke euch und dem Öhrchen meine Schmerzen wie weggeblasen. Ja, danke, Fiora. Wir bekommen Leichtschuhe. Noch mehr Leichtschuhe. Jawohl. Also ihr könnt mich gerne alles fragen, was Spielmechanik hiermit zu tun hat. Vieles weiß ich nicht, aber dann habe ich wenigstens dafür eine Begründung, mich damit mal zu beschäftigen, damit ich es weiß und euch sagen kann. Deswegen, ich muss, glaube ich, jetzt noch zum Labor, um die Sache für Rocco zu erledigen. Also nicht den aus Onyx gegen Pikachu. Oder so, ohne Typ, sondern ich muss mit diesem Dean reden. Keine Ahnung, wo dieser genormt ist. Ich werde ihn einfach mal suchen. Bis gleich. Ah, der Knabe versteckt sich in einer dieser Seitengassen. Verdammt, ich war noch nicht im Menü raus. So, das ist die letzte Quest, die ich jetzt gerade noch machen kann. Oh, Schulk. Du siehst ungewohnt ernst aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Für dich nehme ich gerne Zeit. Nehme ich mir gerne Zeit. Also lass schon hören. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Sprich mit ihm! Also, es geht um Folgendes. Ein Junge namens Rocco hat einen Anhänger kaputt gemacht. Und Rocco kennt niemanden, der ihn reparieren könnte. Pah, die Leute sollten sich selbst um ihre Probleme kümmern. Aber dass sich um einen kleinen Jungen handelt... Na gut, zeig mal her. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Warte kurz. Und er reparierte. Hier, so gut wie neu. Rocco heißt der Kleine, ja? Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht Sonjas Sohn? Sonja Räubertochter? Ja, das ist er. Ihr könnt ruhig erwähnen, dass ich den Anhänger repariert habe. Auf diese Art kann ich mich bei Sonja bedanken. Wozu? Ach, egal. Okay, ab zurück zu Rocco. Ja, da sind wir wieder. Habt ihr den Anhänger reparieren lassen? Tatsächlich, und er sieht aus wie neu. Verratet ihr mir, wie er den Anhänger so schnell repariert hat? Wer den repariert hat? Ach, den aus dem Labor? Dieser Dean muss wirklich ein Genie sein. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich genauso geschickt wie er sein. Ich hoffe, ich laufe ihm mal über den Weg. Dann kann ich ihm persönlich für die tolle Arbeit bedanken, mich bei ihm bedanken. Also egal! Euch danke ich jedenfalls, dass ihr mir so nett geholfen habt. Ja, mit Geld! Oh mein Gott, du musst ein wahnsinniges Taschengeldvermögen haben. Oh, Konstellation, Trophäe. Ja, Erfahrungspunkte überall. Quests haben. Ja, wir sind jetzt auf Stufe 2 und können dafür die Stufe 2 Quests jetzt annehmen. Aber bevor ich die wirklich mache, werde ich einfach mal abwarten, was ihr mir für Feedback mitteilt. Ob euch das ja überhaupt zusagt, sonst mache ich das alles offscreen. Meine Nichte möchte, dass ich ihr etwas Niedliches schenke. Aber was, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir nicht helfen? Hasendion. Oh gut, das habe ich sogar großartig. Sie wird sich aber freuen. Ich kann hier mich direkt erledigen. So, wunderbar. Ich habe ja noch was Zweites gesehen. Moment. Irgendwo. Wer zum Teufel hat diese... Ah, der Giorgio. Bäh, das schmeckt furchtbar. Wenn es so weitergeht, wird mein berühmtes Curry bald berüchtigt. Das hört sich nicht gut an. Nein, gar nicht gut. Es geht um Leben oder Tod, meine Freunde. Die wichtigste Zutaten für mein Curry sind Tanzäpfel. Nur, sie geben dem Curry richtigen Geschmack. Leider habe ich kaum noch Äpfel auf Lager. Und ich kann hier nicht weg, um neue zu besorgen. Aber du kannst nicht einfach aufhören, dein Curry zu kochen. Ohne dein Curry bin ich total aufgeschmissen. Vor allem ohne deine kostenlosen Nachschläge. Du magst mein Curry? Das freut mich. Würdet ihr mir denn bei meinem kleinen Problem helfen? Ich werde mich auch erkenntlich zeigen. Oh la la. Yay! 5 Stück davon? Ich hoffe, ich habe genug. Ihr würdet euch darum kümmern. Vielen Dank, ihr seid mir wirklich eine große Hilfe. Gut, ich kümmere mich darum. Schulk und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Wir packen das, darauf kannst du dich verlassen. Auf geht's, Rain. Yay, ich habe sie sogar, ich habe sie sogar. Yay, 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 yay.
Ihr habt sie wirklich? Oh, ich danke euch. Und ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe eben den letzten meiner Tanzäpfel in den Topf geworfen. Oh, ihr habt mein Geschäft gerettet. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Na, das lief doch wie am Schnürchen, oder? Ja, an deinem langen Schnürchen. Ja, dank deiner Hilfe, Rain. Kommt vorbei, wann immer ihr Hunger auf Curry verspürt. Euer Essen geht aufs Aus. Ja, wie gesagt, erzählt mir. Karawanenstulpen zieht weiter auf meine Hände. Ob euch das Vorgehen hier so einigermaßen gefällt oder nicht, oder was ihr denkt, was ich verbessern könnte, da bin ich immer dankbar für Feedback. Und zum Dank werde ich meine vielen Kohlen jetzt total aus dem Fenster rausschmeißen. Nämlich... Moment, Kampfschmuck? Nein. Moment, neuner Top hier. Bikini! Bikini, Bikini, Bikini! Wir werden uns ein Bikini kaufen! Oder ein Bikini-Set! Nein, da gab es nichts. Hier gibt es auch kein Bikini-Set. Was wir dann Fiora anziehen werden. Har, har, har. Ich hoffe, sie kann das überhaupt anziehen. Müsste ja eigentlich. Ja, genau. Und ich werde mir Technikbücher kaufen. Aber ich werde sie alle kaufen. Aber dazu, zu diesen Technikbüchern, komme ich erst in der nächsten regulären Folge. Oh, ich habe gerade mein kleines Geld aus dem Fenster rausgeworfen. War das gut? Ja, war's. So, ich werde den Bikini einziehen. Dann werde ich kurz Fioras Bikini präsentieren. Mich damit bedanken. Und damit sage ich einen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und hoffentlich Feedbacken. Bis zum nächsten Mal. Euer Final Messenger 13. Ciao.